Uns trägt gemeinsam eine große Sorge. Die Akutphase der Pandemie, wenn ich das mal so sagen will, dieser Corona-Pandemie, ist jetzt ja schon ganz gut im Griff. Wir haben durch den Lockdown, durch die Ausgangsbeschränkung, Kontaktbeschränkung ja wirklich viel erreicht und haben wirklich auch weltweit sehr gute Zahlen, was die Infektionsausbreitung angeht. Aber jetzt kommen wir sozusagen in die chronische Phase der Krankheit. Wir müssen den Lockdown wieder lockern. Die Menschen wollen zu Recht auch wieder in die Schule, an den Arbeitsplatz. Die Wirtschaft muss wieder hochfahren. Und das darf eben nicht zulasten jetzt der älteren Menschen, der kranken Menschen gehen, sondern wir müssen jetzt sehen, dass wir diese chronischen Kranken und die alten Menschen nicht nur schützen, sondern auch am Leben teilhaben lassen. Wir werden in den nächsten Monaten noch keine Medikamente und keinen Impfstoff haben und uns bewegt doch sehr, dass jetzt die chronische Phase dieser Krise ein wenig auf dem Rücken der Alten, der Kranken und der Schwächeren ausgetragen wird und für die wollen wir jetzt einfach eine Plattform bieten und denen Gehör geben. Ich glaube, dass man muss einfach sehen, der Druck der Situation muss erstmal diese erste Antwort suchen. Die Exekutive war höchst gefordert. Jetzt kommen die Fragen nach Freiheitsrechten und auch nach diesen anderen, sagen wir mal, tiefer liegenden Fragen. Also da werfe ich keinen vor, dass er das zu sehr vielleicht einseitig gesehen hat. Nur jetzt muss das kommen. Das ist ja auch in den Gesprächen mit den Kirchen zurzeit, ist da auch eine Offenheit. Es war schade, dass da sofort die Gottesdienste bei dem ersten Aufschlag ausgeschlossen wurden. Da gibt es inzwischen ja eine Öffnung, die, glaube ich, in der nächsten Zeit. Nur wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht die Gottesdienste am Ende Risiken werden. Das wäre das Allerschlimmste. Wir müssen schon uns gute Gedanken machen, wie man das regelt. Aber da gibt es inzwischen viele Ideen für. Wir brauchen jetzt viele Ideen und wir sind auch, glaube ich, in einer Atmosphäre, in einer Stimmung, wo viele Ideen entstehen. Das haben wir ja in den ersten 2 Monaten schon erlebt, was da passiert. Aber wir brauchen jetzt auch Ideen, wie wir gerade zum Beispiel soziale Ausgrenzung, fehlende Nähe, wie wir das kompensieren können. Und da merken wir deutlich, das reicht ja eben nicht nur durchs Handy oder durchs Tablet. Wie können wir solche Besuchsmöglichkeiten schaffen, indem wir natürlich die Sicherheitsschutzmaßnahmen auch gewähren, aber dass Menschen unbegleitet sterben in unserer Gesellschaft, ich muss gestehen, das ist für mich kaum aushaltbar. Ich wünsche mir, dass in einem begleitenden Gremium, was Politikberatung zum Ziel hat, aber auch sich in der Öffentlichkeit zu äußern, aber das geht ja sozusagen zusammen, dass sich ein solches Gremium darum kümmert, die vielen ethischen Dilemmata, in die wir hineingeraten, mit auf der einen Seite dem Anspruch, die Bevölkerung zu schützen vor dieser Pandemie und auf der anderen Seite die Zumutungen, die für viele Bevölkerungsgruppen damit einhergehen, nicht überbordend groß werden zu lassen. Und da gerät man in sehr schwierige Entscheidungssituationen hinein, die man nicht immer nur als Politiker alleine gut lösen kann, sondern wo man gut beraten ist, wenn man sich das gesamte ethische Instrumentarium auch mal zu Hilfe holt. Und es gibt genug Leute, die die Ausbildung haben und die sich auch bereit erklären, an solchen Stellen zu helfen und in einem solchen Gremium auch beteiligt zu werden. Also ich würde mir sehr wünschen, dass jetzt zunehmend wieder wir alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, dass wir jetzt hoffentlich bald Antikörpertests haben werden, sodass wir auch auf der sicheren Seite sind. Wer ist denn jetzt im Moment krank? Wer hat die Erkrankung schon gehabt? Dass wir möglichst in den nächsten Monaten Medikamente und dann nächstes Jahr einen Impfstoff haben, sodass wir sagen können, diese SARS-Krise haben wir jetzt erfolgreich bewältigt. Wir müssen dann aber Vorsorge treffen vor der nächsten. Ich bin mir sicher, es wird auch irgendwann wieder ein nächstes Virus kommen. Warum auch nicht? Die werden kommen. Und wir müssen sehen, dass wir vieles aus dem, was wir jetzt gelernt haben, dann auch wieder in praktische Handlungen umsetzen, dass wir nicht so plötzlich überrollt werden, wie es diesmal geschehen ist.